Genau, und zwar, wenn man die Prozesse pausiert, kann man da auch Prozesse, zum Beispiel WGETS, da kann das runterdate im Hintergrund pausieren. Also beziehungsweise läuft der weiter oder wie? Also der Prozess WGET, der ist dann erstmal angehalten. Er macht dann auch keine Netzwerkverbindung. Wenn noch Daten reinkommen, werden die erstmal noch gebuffert vom Betriebssystem. Aber irgendwann sagt das Betriebssystem, ja, nee, du buffer jetzt voll, nimmt nichts mehr an. Und wenn du das WGET wieder in den Vordergrund holst, lädt es weiter runter und wahrscheinlich der ersten Moment macht es erstmal den Cache leer, der noch im Netzwerkspeicher ist. Und ja, manche Programme brauchen halt auch das Terminal selber, also können nicht im Hintergrund laufen. Die meisten Editoren zum Beispiel, die kannst du nicht im Hintergrund weiterlaufen lassen, die kannst du nur anhalten oder im Vordergrund laufen lassen. WGET kannst du wahrscheinlich im Hintergrund weiterlaufen lassen, es müllt dir dann halt einfach deinen Prompt zu mit Prozent und Gleichzeichen oder so, weil es halt diese Fortschrittsanzeige hat. Also die kann man auch abschalten mit -Q oder so für Quiet.